Meine Freunde, ich begrüße euch zu diesem wunderschönen Gottesdienst in unserer Kirche. Ich bin euer Oberschamane, euer oberstes Kirchenoberhaupt, und ich bin gekommen, um euch zu berichten über unsere Erfolge, über die Feinde des nichtigen Glaubens. Der turumische Glaube, einst schwach, klein und unterlegen, beherrscht nun ein Großteil der bekannten Welt. Und noch viel besser, wir sind einer der größten Glauben der Welt. Doch wir dürfen nicht vergessen, auf welchen Wegen wir weiterschreiten müssen, um zu verbreiten unseren Glauben in alle Ecken der bekannten Welt. Ich danke allen meinen Mitstreitern, die gefallen sind in den letzten hunderten Jahren. Ich danke meinen Vorfahren für die Gründung unseres Glaubens. Ich danke unserer Bevölkerung und allen, die kämpfen für den wahren Glauben, dass wir gemeinsam stehen wie ein Fels in der Brandung. Doch noch gibt es Feinde, die Ascharitischen im Süden, die Katholiken im Westen zusammen mit den Orthodoxen und nicht zu vergessen die Heiden im Norden. Wir werden siegen und unser Glauben wird die Welt beherrschen. Dafür werde ich, meine Dynastie, meine Kinder und alle, die uns nachfahren, sorgen. Der turumische Glaube ist der einzige Glaube. Nur wir sind dafür bestimmt, zu herrschen über die Welt. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun, sollte der Feind uns vernichten, dann soll es so sein. Denn es wäre Gottes Werk. Ich spreche im Namen Gottes für euch und ich spreche zu euch als sein Sprachrohr. Und er sagt zu mir, nehmet das Schwert und richtet es auf die Ungläubigen, auf dass auch sie den einzig wahren Glauben erkennen. Okay, Deep Talk auf alle Fälle. Serious Shit. Also er hier, Herr Gutelinek, mit seiner Rede gerade in der Kirche und der Kathedrale. In der Kathedrale in Ishim schon ein bisschen Gänsehaut. Ich wusste bis gerade eben gar nicht, dass so eine fette Kathedrale steht in der Hütte. Vielleicht irgendwo in den Kloster. Ach, hier. Ah, natürlich. Ein Tempel gibt's hier. Bisschen weiter nördlich. Vikulova. Oder? Ich glaube. Dort wurde der Gottesdienst gehalten. Nee. Ach, da oben ist es da. Hier wurde der Gottesdienst gerade mit ihm gehalten. Sehr schön. Nein, finde ich toll. War sehr unterhaltsam. War auch sehr interessant zu sehen, was er sagt und was er tut. Nichtsdestotrotz, ich habe das Gefühl, dass wir weiter uns hier vorgearbeitet haben. Also nicht wir selber, sondern unsere Vasallen. Was zum Fick? Woher hat der 50.000? Mann! Was? Alter, da zieht's mir die Pantoffeln aus. Ich hab nicht mal welche an. Krass. Krasser Shit, Alter. Mein tiefsten Disrespect einfach. Mal schon mal aussprechen hier an der Stelle. Wie schaut's eigentlich mit der Hochpacht aus? Ist Stufe 10, bleibt Stufe 10, wird auch niemals angefochten. Was möchtest du? Achso, die labern ein bisschen. Dann labert doch gerne. Da bin ich nicht so. Ich bin kein so böser Herrscher. Apropos böse Herrscher, ich muss jetzt noch kurz hier ein bisschen religiös... Ah ja, meine Verbündeten sind auch da. Unsere Gebiete zurückerobern. Dauert immer ein bisschen länger. Ich finde das auch schön. Nee, wir nehmen Haschisch oder was? Nee, lass mal. Unbedacht. Ah. Egal, wir gehen mal kurz hier eine Jagd veranstalten und dann war es das direkt wieder mit der Anspannung. Meine Königin Mutter ist auch gestorben. Also sie sterben aktuell alle. Weiß nicht genau warum. Ob die irgendwelche Probleme haben oder so. Aber sehr unangenehm. Oh, bitte. Eine Meisterin ihres Fachs, na dann.
Könnte natürlich besser sein, aber schlimmer als der Scheiß, den ich aktuell habe, kann es auch nicht werden. Wie war ich denn jetzt eigentlich im Krieg? Mit denen da unten oder was? Und denen da? Erneuern des Patronats, aber natürlich doch. Entwicklungszuwachs müssen wir um jeden Preis hochhalten. Bub. Bildung. Bub. Ist ein bisschen spät. Ich hoffe, es war nicht zu spät. Warte, ist sie gerade meine Fähre geworden? Oh, ich habe Gicht. Naja, was bringt mir das? Nachsichtig. Zornig ist nicht gut. Sprunghaft ist auch nicht gut, oder? Verbrecher bestrafen. Behalten wir mal nachsichtig. Das ist noch ganz gut, mehr oder weniger. Ja. Toll. Der einzige Vorteil ist, es war gerade ein Zusatzevent. Das heißt, wir können jetzt nochmal ein neues Event machen. Jetzt hoffen wir mal, dass das uns einen besseren Hofarzt beschert. Ich könnte kotzen gerade. Okay, wir haben immerhin jemanden, der schon mal durchschnittlichen Fertigkeiten hat. Hoffen wir mal, das wird besser. Huldigt eurem König! Was willst du von mir? Ich will kein Artefakt. Was? Achso. Alles cool. Gerade irgendwas gedacht, aber war wieder ein falscher Alarm hier. Okay. Natürlich bekommt ihr auch noch 300 Goldstücke. Ihr bekommt nur noch 3000. Ich habe echt so viel Geld. Ehrlich gesagt, mir ist das vielleicht scheißegal, ne? Mir ist es wurscht. Scheiß drauf, was das kostet. Das kostet halt. Wie viel Kriege kommt... Was ist denn jetzt schon wieder los? Okay. Fragt mich nicht, wo ich auf einmal diese Gebiete da habe, aber... Es ist auf alle Fälle interesting, weil wir jetzt in den Zusatzkrieg geschmissen werden. Das ist halt die Frage, brauchen wir jetzt hier unsere... Söldner oder nicht? 13 Monate... Das sind mir gerade zu viel Kriege für meinen Geschmack. 7000, 8000. Was will er denn überhaupt? König Arvo von Litauen. Er wird mein Freund. Freunde sind immer was Feines. Das ist Müll. Oh, das sollten wir auf alle Fälle reparieren. Wäre scheiße, wenn unser Dynastiebanner kaputt gehen würde. Meinetwegen. Eigentlich nur ungern, dass ich grüne Sachen repariere. Aber bevor wir sie kaputt gehen lassen, die sind ja doch ein bisschen was wert. Na, erst wollten, habt ihr gesehen, erst wollten sie kommen und jetzt haben sie sich doch wieder dagegen entschieden. Ja, der ist ganz cool. Ein ganz hübscher Schrank. Was wollt ihr denn jetzt? Kommt er oder kommt er nicht? Da laufen die Belagerungen. Da marschieren wir auch noch extra hin. Die schlagen sich mit denen da oben. Euch würde ich gerne auflösen, aber angeblich sind feindliche Armeen in der Nähe. Hä? Was sollen denn diese feindlichen Armeen sein eigentlich? Ich finde es interessant, dass wir jetzt hier auf einmal überall Gebiete haben. Wegen Litauen noch, oder was? Tatsache. Ich wusste nicht, dass wir da auch welche haben. Das war mir bis gerade eben nicht bekannt. Wir müssen nur kurz gucken, ob wir eventuell eine Schlacht schlagen können, die zu unserem Sieg führt. So, hat jetzt auch wieder 35 Bildung. Die Schlacht gewinnen wir. Es wird wichtig sein, erstmal den Warscore ein bisschen zu drücken. Danke für den Hinweis, dass man Söldner anheuern kann. Man kommt sich sofort, ob ich dieses Spiel zum ersten Mal spiele. Kann ich kurz nochmal merchen? Entschuldigen Sie, falls Sie das Spiel zum ersten Mal spielen, Sie können auch selten anheuern, ne? Ich meine, ich werde eh bald sterben, deswegen könnt ihr eure Druckmittel gegen mich gerne haben. Oh, legendär. Was möchte er denn machen? Abenteuerinspiration. Da bin ich mal gespannt. Da kann er ja alles mitbringen aus seinem Abenteuer. In dem Krieg gibt es übrigens einen Block. Das holen wir uns jetzt dann schon mal zurück nebenbei. Hm,
Kann ich da mehr Geld reinfinanzieren? Das soll mir irgendwas bringen. Wie gesagt, ich habe da kein wirkliches Interesse daran oder auch keine wirklichen Voraussetzungen, was wir hier haben möchten. So, der Krieg war wo übrigens? Da unten. Achso, stimmt. Das war ja... Das hatten wir doch schon mal, diesen Krieg. Da habe ich doch auch schon mal gesagt, ich kann euch leider nicht helfen. Abenteuer-Inspiration hält 2 Fortschritt. Leichthöhere Qualität. Nehmen wir die. Ach, scheiße. Ach, Drecke. Shit. So, meine polnischen Freunde. Sind doch Polen, oder? Also. Masowien. Doch nicht Polen. Naja gut, der Krieg ist auf alle Fälle endlich mal vorbei. Und damit kann ich die Jungs jetzt ja dann auch irgendwann mal auflösen hier. Wenn kurz alle nach Hause geht. Wo kann ich denn? Ach, nur in verbündeten Bereichen. Übrigens echt armselig, dass er legendär ist und dann vom nächstbesten Tier auf die Fresse bekommt. Weißt du, also da hätte ich mir schon mehr erwartet von ihm. Aber gut, was soll man machen? Hier ein bisschen Gold schicken. Kann er sich ein paar Söldner anheuern. Wenn du zu voll bist, im Krieg zu kämpfen und dann deswegen einfach Gold schickst. Nee, ich bin nicht zu voll. Das Problem ist einfach, da musst du halt erstmal hinkommen. Verpflichtung als Ratsmarschall. Schauen wir mal, was sie da rausbekommt. Er wird nicht unser Erbe. Mein Hoftutor ist gegangen. Das ist hervorragend, weil das natürlich ein super Bad Timing ist. Ach, Hoftutor, das ist natürlich wichtig, dass der bessere Bildungseigenschaften bekommt. Wenn er natürlich dann abdankt in solcher ungünstigen Stunde. So, jetzt haben wir hier 100%. Ist er jetzt schon volljährig? Eigentlich? Alter, ist der nutzlos. Boah. Krass, wie man so nutzlos sein kann. Ist ja widerlich. Ach, Gott im Himmel. S5. 12. Es gibt leider niemanden. Na doch, wobei sie. Er ist unsere Dynastie. Natürlich. Alle aus unserer Dynastie, immer. Wenn irgendwas positive Eigenschaften hat, ist es aus unserer Dynastie. Klar. Dynastie nicht Miasa. Ja, jetzt gibt es angeblich so viel, oder was? Okay, sie wäre auf alle Fälle nice. Dann denke ich mal, nehmen wir sie. Also seid mir nicht böse, aber Enkelin von Oberhäuptling. Schau mal. Katastrophale Fehlbehandlung. Ich vergebe ihr nochmal, weil ich ja auch daran bedacht bin, hier so Ärzte mal gerne heranzuzüchten. Sag ich mal, ne? Man muss ja nicht immer mit harter Hand herrschen. So. Hofhalten habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Verzichte ich dankend. So, jetzt haben wir hier natürlich ein wunderschönes Möbelstück, was wir noch ausstellen könnten. Wo ist denn das andere hin? Okay. Was gibt es sonst noch so? Anatomische Studien. Das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht schaffen. Anna, lassen wir auf alle Fälle ein bisschen auf dem Bildungsweg entlang reisen. Eure Suche geht weiter. Ja, komm nach Hause. Hast du mir jetzt was mitgebracht? Nee. Ist noch auf dem Rückweg. Das kannst du gerne haben, das Scheißding. So ein Müll möchte ich gar nicht haben. Okay.
Dann würde ich mal sagen, wir führen ein paar Unterwerfungskriege. Und zwar hier. Es sind leider zu wenig Ansprüche. Wenn wir schon mal da sind, das auch noch gleich. Wenn wir schon mal da sind, hier auch noch gleich. Wenn wir schon mal da sind, den auch noch gleich. Wenn wir schon mal da sind, den auch noch gleich. Wenn wir schon mal da sind... Nee, okay, jetzt nicht. Jetzt langt's. Jetzt langt's. Man muss nicht übertreiben. Ich finde es eh so traurig, dass wir irgendwie so schwach sind. Ich meine, wir haben Geld ohne Ende. Aber trotzdem, ich fühle mich so schwach. Oh, shit. Mein Krieger hat noch mit anwerben. Das wird jetzt gerade ein bisschen problematisch. Weil die jetzt gerade meine Nicht-Ready-Armee reinlatschen. Scheint noch nicht mal zu reichen, was ich hier alles habe. Nochmal zwei extra anheuern. So, Befehlshaber ist eigentlich ganz gut. So. Ich gehe mal von dem Sieg aus. Ja, okay, dann hauen sie ab, Feiglinge. Aber wir sind noch nicht fertig. Das Duell können wir schon schlagen. Jetzt habe ich jetzt Bock drauf gerade. Ja, dachte ich mir. Wo haben denn die ganzen Truppen? Ein Podestgegenstand, berühmt. Das sieht auf alle Fälle mal interesting aus. Das ist ja alles meisterlich. Dann switchen wir das mal raus mit eben diesem... Prestige, Hochpracht-Bonus, Reiterei-Bonus. Sieht hübsch aus, ne? Ist doch ganz toll. Ich meine, die Schlachten gewinnen wir alle. Dann schieben wir schon mal dort zur Hauptstadt. Und da gibt es jetzt... Oh, fuck, haben wir... Oh Gott, haben wir da gerade auf den Sack bekommen. Alter. Eieiei. Okay. Da war ich ein bisschen zu großkotzig, glaube ich. Welcher ist es denn? Der erste ist das, was uns zu schaffen macht, weil die haben relativ starken Verbündeten da, leider. Okay. Jetzt haben wir uns hier nochmal gesammelt mit 20.000 eigenen Mann. Können wir nochmal auf ein Comeback kommen? Ja, die sind mir reingelatscht, sehr schön. Und wir haben hier einen Verteidigungsbonus, das heißt, wenn die jetzt hier weiter angreifen, ja, verlieren die ihre komplette Armee in dem Fall. Wir haben 3.500, die haben 6.400 verloren. Sehr schön. Ja, ja, man darf mich niemals abschreiben. Selbst wenn man mich abschreiben könnte, sollte man mich niemals abschreiben. Aber noch keine Belagerungswaffen. Ja, nicht alles Kriegsvolk. Sorry, my bad. Alle ausheben. Ah, wir setzen den nach, oder was? Nur dann. Nahrung ist ja schlecht bei denen. Ah, die hauen nochmal ab. Ja, aufs Gebirge möchte ich nicht. Dann lieber einfach kurz die Hauptstadt erobern. Okay. Jetzt krass, dass das alles so lange dauert. Weil immer noch nicht die Belagerungswaffen mit... Jetzt sind die Belagerungswaffen mit dabei. König Urusa möchte ich eigentlich gar nicht wissen. Haben wir eigentlich noch die Population Controller? Weil aktuell habe ich das Gefühl, dass das Spiel ein bisschen langsam läuft. Die ist noch an, ja. Employ renowned blacksmiths for armies. Aha. Das ist ja nice. Verteidigervorteil. Angreifervorteil. Kriegsvolk unter Bewegungstempo. Nehmen wir das hier. Entwicklungszuwachs. Aha. Hm. Interesting. Angeblich habe ich zu wenig Truppen, um die Belagerung durchzuführen. An sich auch eine Verarsche, wie viele Truppen die hier rumlatschen haben. Also seid mal nicht böse, aber what the fuck? Irgendwelche Aggressivitäts... Oh, shit. Können wir kurz weg hier? Nicht rechtzeitig, scheiße.
Möchte ich nicht. Aber danke fürs Angebot. So, hier können wir die Festung stürmen. Anspannungszuwachs mal minus 20%, ein bisschen gechillteres Leben angehen. Buchartefakt will ich eigentlich nicht. Kein Interesse dran, aber trotzdem danke fürs Angebot. Eine neue Kulturepoche ist angebrochen, meine Freunde. Nach vielen Jahrzehnten der Sorgen und der Probleme sind wir nun endlich herangeschritten in eine neue Ära, in eine neue Epoche unseres Lebens, unserer Dynastie, unserer Familien. Das hätte sich nicht ergeben, weißt du? Ich gebe mir hier alle Mühe, alles tot zu belagern von denen. Und die juckt das alles gar nicht. Könnt ihr mir nicht mal was Legendäres schenken? Irgendwas, wo ich sage, wow, krass. Okay, also die habe ich jetzt komplett belagert. Die habe ich, mit denen bin ich doch eigentlich ganz normal im Krieg, aber irgendwie juckt es die auch nicht so wirklich. Jetzt kriege ich hier keinen Krieg zu Ende geführt. Das war echt ein bisschen übertrieben von mir, gleich allen auf einmal den Krieg zu erklären. Das läuft unter Kategorie, ja. Sollte man nicht zu oft machen. Am besten nur ein einziges Mal und danach gar nicht mehr wahrscheinlich. Ich kriege keinen Krieg zu Ende. Okay, White Peace. Ah, die nehmen zum Beispiel nicht an. Die haben wir angenommen. Auch die geben den White Peace, dann soll das auch hier so sein. Weil sonst wird mir das jetzt zu kostspielig. Also, Memo an mich selber. Nicht mehr so einen kleinen Kindergartenkrieg machen. Mit 20 Nationen gleichzeitig den Krieg erklären. Das erweist sich als relativ dämlich. Leider. Wir haben zwar zumindest nicht verloren, aber... Naja, schlau war es jetzt aber auch nicht. So, fort. Ah, hier genau. Entwicklung, Kulturinteresse, monatliche Bildungs-, Lebenswandelerfahrung. Schauen wir mal, was wir jetzt in unserer Hauptstadt an Entwicklungszuwachs haben. 1.7. Mal gucken, ob das auch schon aktualisiert wurde. Glaube schon, ne? Ja. Bei 1.7 nicht schlecht ist. Das ist schon durch, 16 Jahre noch. Eigentlich das Gefühl, es geht alles viel schneller. Und wenn man dann da guckt, irgendwie auch wieder nicht. Das müssen wir machen, Verstärkung. Das Entwicklungsmaximum, das maximale Entwicklung-Dings sich in bessere Regionen bewegt. Okay, meine Gemahlin belügt mich. Naja, die werden sich schon einig werden. So, das Ding haben wir nochmal belagert. Ist ja nicht das erste Mal. Immerhin sind meine Truppen alle verhungert. Ich zahle also quasi kaum mehr Unterhalt. So, den Krieg haben wir jetzt trotzdem noch gewonnen. Sehr schön. Damit können wir uns jetzt endlich nochmal dem letzten Ort zu widmen. Bitteschön. Ich habe auch irgendwie wieder Domänenschwelle verloren. Wir hatten mal 11, aber das ist irgendwo mal abhanden gekommen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die wollen auf die Fresse, ne? Gehen wir kurz mit zur Hauptstadt. Ich glaube, die wollen jetzt hier gleich angreifen. Deswegen sollten wir auch schnell... Kurz gucken, ob wir die stürmen können. Ja, oha. Aber ich glaube, wir verlieren die Schlacht dafür. Ärgerlicher Krieg für uns. Wir werden den verlieren. Wir sind komplett durchbelagert. Und damit werden wir jetzt leider Prestige und Gold verlieren an der Stelle. Wir werden es jetzt auch nicht rechtzeitig schaffen, hier irgendwas zurückzuerobern. Geh weg. Ja, 2000 Gold, 350 Prestige. Nicht gut. Krabbe, muss ich ehrlich sagen, das war fail, was wir gemacht haben. Das war nicht gut, das war richtig traurig.
Okay. Hofhalten mag ich nicht. Weil er 67, ihm geht's auch nicht mehr so gut, weil er halt Gicht hat. Und Gicht ist halt ein schwerer Gesundheitsmalus. So, minus 18.6, halt auch, weil wir jetzt, naja, relativ hohe Verluste erlitten haben. Die müssen sich natürlich auch nochmal auffreshen. Egal, komm, lass den mal weggehen. Tja, unser gesamtes Gold ist weg. Das Problem ist, dass unser Sohn, der jetzt dann demnächst dann an die Macht kommt, nicht die hellste Birne auf der Torte ist. Was ich schade finde. Der ist eigentlich schon gut, aber seine Stats sind einfach so schlecht. Das macht dann einfach keinen Sinn, wenn ihr mich fragt. Dass ein so fähiges Kind eigentlich so unfähig sein kann. Weil das unfähigste Kind bin immer noch ich. Ich habe einen Krieg verloren gegen irgendwelche, keine Ahnung, was das da sein sollte. Irgendwelche zurückgebliebenen Gebirgsnomaden. Haben uns einfach kalt gemacht. Fand ich jetzt nicht so nett, ne? Ich kann mit ihm nichts anfangen, ich sag's euch, wie es ist. Ich meine, er wird sicherlich beliebt sein. Er wird nicht umgebracht werden, gehe ich mal von aus. Er wird wahrscheinlich trotz allem auch. Okay. Ah. Wo ist denn Bulgarien? Ich meine, der ist schwach. Ich will sogar die Jure irgendwas erobern. Alanien, Zikien. Oder für einen Religionskrieg um ein Königreich. Ja gut, so einen richtigen Religionskrieg kann man ja nicht führen. Man könnte auch einfach einen Krieg hier um das Gebiet führen. Ich würde auf alle Fälle gerne unser Leben beenden, indem wir nochmal einen militärischen Erfolg feiern. Die Niederlage im letzten Krieg war doch sehr demotivierend. Okay. Was wollt ihr jetzt hier? Belagern die mich jetzt gerade? Ist das jetzt richtig? Ja, genau, geht mal lieber wieder. Dachte ich mir schon. Genau, ihr belagert, jawohl. Könnt ihr die jagen? Vielleicht kriegen wir die sogar noch, wenn wir das Zeug da belagern. Würde ich an der Stelle sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Hoffentlich läuft es dann besser als dieses Mal. Macht's gut. Tschüss.